Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz heute Morgen mit den Verhandlungsspitzen von SPD und Grünen. Und ich habe einen schönen Satz heute Morgen gehört, der hat mir gut gefallen. Da sagte nämlich jemand, Hannelore Kraft hat sich zum Geburtstag einen Koalitionsvertrag geschenkt. Das fand ich sehr gelungen. Ich nehme das einfach zum Anlass, Ihnen, liebe Frau Kraft, im Namen der LPK einen herzlichen Glückwunsch auszusprechen zum Beginn dieser Veranstaltung. Herzlichen Glückwunsch und viel Glück und eine gute Hand für das neue Lebensjahr. Dankeschön. Und damit sind wir auch beim Thema, der Koalitionsvertrag. Wer hätte das gedacht? Fangen Sie an, Frau Kraft. Ja. Wir sind gespannt darauf, was Sie uns an Punkten vorstellen werden. Bitte sehr. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben alle gut geschlafen. Bei uns Vieren hier vorne war das nicht ganz so. Da hat es noch zum Duschen und zum Umziehen gereicht, denn wir haben bis heute Morgen 5 Uhr 19 Stunden am Stück verhandelt. Das waren sehr intensive Gespräche, doch wir können heute verkünden, wir haben ein gutes Ergebnis für Nordrhein-Westfalen erzielt. Der Koalitionsvertrag steht, Sie haben einen Grobentwurf frisch aus dem Kopierer in den Händen. Die, die ihn noch nicht haben, werden ihn in den nächsten Minuten bekommen, der Drucker läuft. Wir haben nur wirklich bitte darum Verständnis daran gearbeitet. Es ist ein Grobentwurf, deshalb hat er ein Wasserzeichen, weil wir heute Morgen in der Koalitionsrunde noch kleinere Dinge verändern mussten. Da hatten sich einfach Dinge nicht übertragen. Wir haben sie verändert. Es ist nichts Substanzielles, aber das ist eben nicht der absolute Koalitionsvertrag, so wie er am Ende vorliegen wird. Deshalb ist er mit Wasserzeichen gekennzeichnet. Die Überschrift über diesen Koalitionsvertrag wird lauten: Verantwortung für ein starkes NRW, miteinander die Zukunft gestalten. Verantwortung für ein starkes NRW, miteinander die Zukunft gestalten. Nach dem Turbo-Wahlkampf gab es jetzt eben noch den Verhandlungsmarathon. Doch es hat sich gelohnt. Es ist ein guter Koalitionsvertrag zweier Partner und kein Formelkompromiss, wie beispielsweise in Berlin, sondern eine tragfähige, belastbare Arbeitsgrundlage für die nächsten 5 Jahre. Wir wollen und wir werden Nordrhein-Westfalen nach vorne bringen. Wir wollen das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler rechtfertigen. Wir stellen uns der Verantwortung. Wir stellen uns der Verantwortung für die soziale, wirtschaftliche und ökologische Weiterentwicklung unseres Landes. Die Verantwortung zeigt sich dabei in zentralen Leitlinien. Erstens, wir zeigen Verantwortung für eine Haushaltspolitik mit Augenmaß. Es bleibt bei dem Dreiklang: Einsparungen vornehmen, in Zukunft investieren und auch Einnahmen verbessern. Die Einhaltung der Schuldenbremse bis 2020 ist Bestandteil des Koalitionsvertrages. Deshalb gibt es auch fast nichts zu verteilen. Es galt eine strenge Haushaltsdisziplin. Das zeigt sich auch in einer gemeinsamen Festlegung, strukturell bis 2017 eine 1 Milliarde Euro zusätzlich einzusparen. Diese Milliarde, wie wird die entstehen? Dazu kann ich 5 Bereiche nennen. Zum einen erwarten wir eine erste Präventionsrendite noch in dieser Legislaturperiode. Beispiele dafür sind: durch eine Verbesserung der Schnittstelle zwischen Schule und Beruf werden wir die Warteschleifen abbauen können. Zweites Beispiel: Haftvermeidung. Auch das wird zu sinkenden Ausgaben führen, direkt. Und drittes Beispiel: das Projekt Kurve kriegen beim Innenminister, was dazu führt, dass Intensivtäter hoffentlich nicht Intensivtäter bleiben, was auch wachsende Ausgaben verhindern wird. Das ist der erste Block, Präventionsrendite. Der zweite Block: wir haben uns vorgenommen, Verwaltungsstandorte zusammenzulegen, zu straffen und gegebenenfalls auch abzubauen. Dabei geht es auch darum, dass wir Demografieentwicklungen natürlich abbilden müssen. Es geht hier um die Standorte im Bereich des Finanzministers, des Innenministers und des Justizministers. Dritter Block: eine aufgabenkritische Organisationsuntersuchung nehmen wir uns vor für die Landesbetriebe. In den Ministerien
gilt das ebenfalls. Ein Beispiel: Wir werden uns vornehmen, im Bereich Betreuung den dort festzustellenden Aufwuchs an Kosten in eine andere Richtung zu lenken, nämlich nach unten, dadurch, dass wir es schaffen, stärker ehrenamtliche Betreuung zu generieren als, wie heißt die andere, Terminustechnik, professionelle Betreuung. Der vierte Block ist, wir haben über 300 Millionen Förderprogramme im Volumen von über 300 Millionen Euro identifiziert, die wir auf Darlehen umstellen wollen, das heißt sogenannte revolvierende Fonds daraus machen wollen, oder wo wir es uns gelingen wird, die EU-Kofinanzierung anders darzustellen, sodass dort Einsparungen in einer Größenordnung von über 300 Millionen erzielt werden bei den Förderprogrammen. Nächster Block, fünfter Block, Einnahmeverbesserung. Hier gilt es in einzelnen Bereichen, Einnahmen zu verbessern. Ich nenne hier Gebührenerhöhungen im Bereich Justiz und die Kiesabgabe, die wir miteinander vereinbart haben. Kiesabgabe. Damit diese 1 Milliarde auch in dieser Form zustande kommt, wird das Effizienzteam weiterarbeiten. Wir haben die Aufgaben nochmal miteinander präzisiert, damit sichergestellt wird, dass in diesem Prozess die Milliarde auch zustande kommt. Ich sage in diesem Zusammenhang Haushalt, weil ich es an manchen Stellen öffentlich gelesen habe, wir werden nicht das Wohnungsbauvermögen abschmelzen. Das werden wir nicht tun. Das war der Block Verantwortung für eine Haushaltspolitik mit Augenmaß. Wir zeigen weiterhin Verantwortung, weil wir auch weiterhin in die Zukunft investieren. In Kinder, Bildung, Vorbeugung und Kommunen. Unser Ziel ist dabei klar, wir wollen das Modellprojekt Kein Kind zurücklassen landesweit ausdehnen. Zum Thema Bildung und den zentralen Herausforderungen, ich nenne die Inklusion, wird gleich Silvia Lörmann noch einiges ausführen. Wir werden die Betreuung von Jugendlichen, ich habe das eben erwähnt, beim Übergang Schule in Ausbildung und Beruf intensiver gestalten. Unser Ziel ist eine Ausbildungsgarantie. Und wir werden an dieser Schnittstelle belegen, dass sich die vorbeugende Politik rechnet. Dadurch, dass weniger Jugendliche in den Warteschleifen sind, werden Einsparungen beispielsweise an den Berufskollegs entstehen. Wir haben hier 500 Lehrerstellen uns vorgenommen für diesen Zeitraum der Legislaturperiode, die wir einsparen werden. Wir zeigen auch weiterhin eine Politik der Verantwortung gegenüber unseren Kommunen. Unser Wort gilt, trotz schwieriger Haushaltslage bleibt die Kommunalfinanzierung auf hohem Niveau. Auf allein 815 Millionen Euro beläuft sich das strukturelle Einnahmeplus im Jahr 2012 bei den Kommunen gegenüber 2010. Also wir haben heute 815 Millionen Euro mehr als 2010. Die Kommunen in NRW. Wir stocken den Stärkungspakt Stadtfinanzen auf rund 660 Millionen pro Jahr auf, von jetzt 465 Millionen. Wichtig ist uns, dass wir auch Verantwortung übernehmen für den Wirtschaftsstandort und die ökologische Weiterentwicklung unseres Landes. Ein zentraler Faktor dabei ist die Energiewende. Die Energiewende wird in Nordrhein-Westfalen Chefinnensache bleiben. Wir sind uns darin einig, dass der NRW, das Industrieland NRW von hoher Bedeutung ist, dass wir auch weiterhin Standort für energieintensive Industrien und Energieerzeugerland Nummer 1 bleiben wollen. Und wir fordern weiterhin mit Nachdruck einen Masterplan Energiewende von der Bundesregierung. Wir machen unsere Hausaufgaben, damit die Energiewende ein Erfolg werden kann. Erstes Beispiel. Wir haben im Koalitionsvertrag ein 250 Millionen Euro Programm Kraft-Wärme-Kopplung. Bis 2020 wollen wir in Nordrhein-Westfalen über 25% Landesquote KWK. Zweites Beispiel. Bis 2025 wollen wir mehr als 30% des Stroms in NRW aus erneuerbaren Energien erzeugen. Aber wir sagen auch beide, wir werden noch fossile Kraftwerke benötigen.
Da ja einige Fragen erwartbar sind, möchte ich zu einem Thema noch Stellung beziehen. Das ist das Ladenöffnungsgesetz. Silvia wird gleich noch andere auch benennen. Wir haben uns geeinigt, dass es bei Montag bis Freitag keine Änderung gibt. Ab Samstag 22 Uhr gilt für uns der Sonntagsschutz mit einer vorgesehenen Ausnahme, die heißt, für eine begrenzte Anzahl von Samstagen werden wir ein Late-Night-Shopping möglich machen. Anlassbezogen vor Ort. Ähnlich wie wir das bei den Sonntagsausnahmen haben, werden wir das für Samstag Late-Night-Shopping auch dort vorsehen. Dann würde ich Ihnen ganz gerne noch was sagen zur Aufteilung der Zuständigkeiten. Das wäre dann auch mein quasi letzter Punkt. Das bisherige Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr wird aufgeteilt. Und zwar erstens in ein Ministerium für Wirtschaft, für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. Und zweitens in ein Ministerium für Bauen, Wohnen, Städtebau und Verkehr. Die Zahl der Ministerien entspricht dann der Zahl der Ministerien im Freistaat Bayern. Es werden nur 3 neue Stellen geschaffen dafür. Nur 3. Für den Minister, die Ministerin, den Staatssekretär, die Staatssekretärin und den Büroleiter, die Büroleiterin. Dafür entstehen dem Steuerzahler keinerlei Mehrkosten, weil diese Kosten das Ministerium an anderer Stelle einsparen wird. Und ein letzter Punkt noch, der parlamentarische Staatssekretär, der ja bisher dieses große Haus unterstützt hat, wird in das dann große Haus MKULNV, also ins Umweltministerium, wechseln und wird dort parlamentarischer Staatssekretär bleiben. So, ich glaube, ich habe jetzt alles, ne? Ja. Soweit. Vielen Dank, dass Sie so lange und geduldig zugehört haben, aber... Vielen Dank, Frau Kraft. Frau Löhrmann, denke ich, ist jetzt die ergänzt. Ja, gerne. Auch von mir einen schönen guten Tag, kann man jetzt schon sagen. In der Tat, die Nacht war kurz. Bei mir war es eine Viertelstunde, wie ich mal kurz die Augen zugemacht habe. Rolf Biermann hat mal gesagt, die Revolution kommt nicht nach durchschlafener Nacht. Insofern kann man sagen, ein guter Koalitionsvertrag kommt auch nicht nach durchschlafener Nacht. Wir Grüne haben eben in unserer Fraktion mit dem Landesvorstand in unserer Verhandlungsgruppe nochmal Bilanz gezogen und können wirklich sagen, wir finden, dass das ein sehr guter Koalitionsvertrag ist, den wir ausgearbeitet haben, den wir wieder miteinander für Nordrhein-Westfalen ausgearbeitet haben. Er ist in vielen Bereichen von großer Detailschärfe getragen. Die Grundlinien, die haben wir vor 2 Jahren angelegt. In manchen Punkten mussten wir aktualisieren, in manchen Punkten konnten wir die Dinge fortschreiben und wir haben sie jetzt präziser formuliert. Und wir Grüne können sagen, dass unsere Kernthemen, für die wir angetreten sind, für die wir auch gewählt worden sind, dass für uns Kinder, Klima und Kommunen ganz, ganz wichtige Bereiche sind, die wir ausgestalten wollen. Das findet sich in diesem Vertragswerk auch ganz klar wieder. Wir haben einen Vertrauensbeweis bekommen durch die Wahlen, unsere Arbeit fortzusetzen. Und wir haben viel Mühe darauf verwandt, jetzt in den letzten Wochen, Hannelore Kraft hat das gesagt, nach dem wirklich harten Wahlkampf haben wir jetzt keine Tag und Nacht nicht gescheut, wirklich uns gut vorzubereiten auf die Arbeit. Und will auch noch mal sehr deutlich sagen, eben haben einige gefragt auf dem Weg, wieso war das denn dann noch so lange, diese Beichtstuhlgespräche? So große Beichtstühle gibt es, glaube ich, gar nicht in Wirklichkeit, wie wir da zusammengesessen haben. Es ist eben ein Unterschied, ob man einen Formelkompromiss macht, den findet man vielleicht schnell. Aber wir haben eben faire, intensive Kompromisse ausgearbeitet und haben eben nichts, was nicht trägt, entwickelt, sondern wir haben Dinge entwickelt, die tragen. Und deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir die erfolgreiche Regierungsarbeit gemeinsam fortgestalten können. Hannelore Kraft hat die Energiewende genannt. Das ist eine Jahrhundertaufgabe. Die muss gelingen in Nordrhein-Westfalen, in dem zentralen Land.
Und wir haben deutlich gemacht, die Zahlen sind auch genannt, die Quoten, wir müssen eine beschleunigte Energiewende hinbekommen, damit wir hier zukunftsfest das angehen und den Weg beim Übergang einen Schwerpunkt auf Gaskraftwerke und Kraft-Wärme-Kopplung legen. Ein Beispiel der Fortschreibung ist die Verkehrspolitik. Wir haben die wesentlichen Ziele, die formuliert worden sind, zu den einzelnen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen aus dem Koalitionsvertrag von 2010 übernommen. Für die Schulen, für den Bereich Bildung ganz klar eine weiterhin große Priorität, weil in die Kinder zu investieren, macht klar, dass es sich rechnen wird, vor allem natürlich für die Kinder, weil sie eine gute Bildung haben, aber eben auch sich positiv auswirkt auf die sozialen Sicherungssysteme oder eben aber auch auf Effekte, was Warteschleifen angeht und anderes. Bessere Ausbildung führt zum wirtschaftlichen Wohlstand. Hier ist immer die Verbindung zu sehen von Bildungspolitik, Integrationspolitik, Sozialpolitik und auch Wirtschaftspolitik. Wir stehen zum Schulkonsens, das ist eine ganz wichtige Botschaft auch an die CDU. Und die Mittel, die wir hier investieren werden, das ist das Konzept kleine Grundschulen, kurze Beine, kurze Wege. Das gehen wir jetzt ganz schnell an. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit verloren durch die Auflösung des Parlaments. Das ist aber klar, dass wir genau das umsetzen werden. Und ein ganz großer Schwerpunkt ist natürlich das Thema Inklusion, wo wir behutsam, aber zielgerichtet hier die Schule umgestalten wollen, damit Kinder einen Rechtsanspruch bekommen auf den Besuch der allgemeinen Schule. Und auch hier werden wir zusätzlich investieren, damit es ein gelingender Umbauprozess wird. Wir werden Fortbildung ausgestalten und gehen hier mit den Beteiligten diesen wichtigen Weg. Die demografischen Gewinne, das hatten wir ja vorher festgelegt bis 2015. Die demografischen Gewinne bleiben im System Schule. Das ist erforderlich. Es ist ja nicht so, dass man nicht überlegt, was kann für die Haushaltskonsolidierung gebraucht werden. Aber wir haben Nachholbedarf nach wie vor in Nordrhein-Westfalen im Ländervergleich. Wir haben den Ganztagsausbau schrittweise zu gestalten. Ich habe das Thema Inklusion genannt. Ich habe das Konzept kleine Grundschulen genannt. Sekundarschulen wollen weiter gegründet werden. Also der Schulkonsens ist hier ja auch eine wirklich verlässliche Grundlage für die folgende Arbeit. Die Inklusion betrifft nicht nur den Bereich Schule, der betrifft natürlich auch den Bereich Kitas. Das ist ganz, ganz wichtig. In der Kita ist man da nur schon viel, viel weiter mit dem gemeinsamen Lernen. Wir haben das Thema Inklusion in der Kibitz Stufe 1 berücksichtigt. Wir werden auch das Kibitz 2 ausgestalten und wir werden natürlich auch das Kibitz 2 finanziell unterfüttern, so wie wir das verabredet haben. Ein Punkt will ich noch ansprechen, der uns Grünen besonders wichtig war und wo wir lange gerungen haben. Wir werden einen Nichtraucherschutz umsetzen, ein Nichtraucherschutzgesetz einbringen, der Kollegin Steffens, was konsequent ist und was rechtssicher ist. Wir haben auch verabredet, dass wir das Klimaschutzgesetz, was ausgearbeitet ist, einbringen. Also wir können jetzt durch unsere intensive Vorarbeit wichtige Gesetzesvorhaben jetzt auch unmittelbar einbringen. Zu den Ressorts, Hannelore Kraft hat das angesprochen, die Grünen behalten sozusagen ihre Personenstärke, Mannstärke kann ich ja nicht sagen, Personenstärke am Kabinettstisch mit den Kolleginnen und Kollegen Ministerinnen, die wir haben, mit dem gleichen Zuschnitt, wie er vorher gegeben war. Johannes Remmel als Klimaschutz-, Umwelt-, Verbraucherminister, der aber eben auch die Bereiche Energiewende, Federführung Klimaschutz hat. Das Ganze wird zusammengeführt bei der Ministerpräsidentin. Das ist gut, da ist genug zu tun für viele. Und Kollegin Steffens wird ihre Bereiche behalten. Ich bleibe, das ist ja immer am einfachsten mit den Namen auch, Ministerium für Schule und Weiterbildung, das kann man sich gut merken, ist auch traditionell gleich geblieben. Und wir freuen uns auch wirklich sehr, dass Horst Becker parlamentarischer Staatssekretär bleibt. Viele kennen ihn als Verkehrspolitiker hier auf Landesebene. Horst Becker hat aber eine lange Erfahrung als kommunal verankerter Mensch aus dem ländlichen Raum.
Er war 21 Jahre Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rhein-Sieg-Kreis, 26 Jahre im Regionalrat Köln, im Bezirksplanungsrat Köln und hat sich in dieser Zeit immer mit Strukturfragen des ländlichen Raums und mit der Regionalplanung beschäftigt. Und das ist eine Aufgabe, die wir ausgestalten wollen. Breitbandentwicklung ist wichtig. Ganz viele Fragen spielen im ländlichen Raum eine große Rolle. Und diese Aufgabe wird er sich mit der gleichen Fachkompetenz, wie wir ihn in anderen Bereichen kennen, widmen. Also, wir freuen uns über diesen Koalitionsvertrag. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit. Ich will auch noch mal sagen, dass wir den Stil des Miteinanders im Parlament, aber auch mit der Zivilgesellschaft pflegen wollen. Und sagen mal, es bleibt, hoffe ich, denke ich, so ist das jetzt deutlich geworden in der langen Nacht, die eine intensive, aber auch produktive Nacht war. Es bleibt, glaube ich, beim guten Miteinander in dieser Koalition, aber eben auch im Parlament und mit der Öffentlichkeit. Soweit von mir. Ja, vielen Dank, Frau Löhrmann. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Fraktionsvorsitzenden mehr sind als männliches Beiwerk, sondern auch noch ergänzen werden? Oder? Wir würden für Rückfragen. Wir hören uns das an. Also, okay. Also steigen wir erstmal ins Frage-Antwort-Spiel. Wir wollen Sie nicht ein. Noch länger jetzt hier von hier vorne bespaßen. Herr Burichter. Das machen wir im Prozess. Das werden wir im Prozess miteinander besprechen, ist nicht Gegenstand des Koalitionsvertrages. Das Gesetz wird ja auf den Weg gebracht und dann wird das zu besprechen sein. Frau Grünewald? Regelungsbedarf verschiedener Art und vor allen Dingen die Zahl der Sonntage begrenzen. Bitte nochmal den zweiten Teil. Sie legen sich, glaube ich, nicht fest, in dieser Legislatur ein weiteres beitragsfreies Kita-Jahr einzuführen. Die Formulierung beim beitragsfreien Kita-Jahr ist so wie im letzten Koalitionsvertrag. Wir haben weiterhin das Ziel vor Augen, aber es ist davon abhängig, was an Haushaltsmöglichkeiten gegeben ist. Das Zweite ist zu den Ladenöffnungen, da bitte ich jetzt um Verständnis, das sind so viele Regelungsdetails. Wir sind uns einig darin, dass wir die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage zurückführen wollen. Stichwort Köln, können Sie jeden Sonntag irgendeinen Stadtteil verkaufsoffen einkaufen. Das wollen wir regeln. Und dann gab es ja noch diese Geschichten, ob jetzt Pfingstsonntag, Pfingstmontag, aber das kann ich jetzt hier und will ich auch. Aber Sie wollen auch an den Sonntag kommen. Ja, das war aber doch klar. Also wir haben ja nur gesagt, unter der Woche nicht. Der Sonntag beginnt bei uns um Samstag um 22 Uhr mit der Ausnahme, die ich vorhin genannt habe, anlassbezogene Late-Night-Shopping. Und der Sonntag, da war ja vorher schon klar, dass wir da auf jeden Fall ran wollten. Herr Nitschmann. Genau so ist, exakt die gleiche. Nee, es gibt hinten noch eine detaillierte Formulierung bei frühkindlicher Bildung. Danke. Bitte. Sie drucken, es tut mir leid, es dauert, wir haben das jetzt, bitte um Verständnis, bis 5 Uhr haben wir gearbeitet. Dann musste das noch satztechnisch zusammengeführt werden, wir tun, was wir können. Herr Lauscher. Industrie. Kann ich machen. Mach du. Soll ich machen? Dann würde ich ganz gerne antworten und Ihnen zum einen sagen, dass das neue Ministerium Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk nicht nur ein starkes Signal, dass es so gebildet worden ist an unsere nordrhein-westfälische Wirtschaft ist, sondern dass
im Zusammenhang mit dem, was Frau Kraft vorhin gesagt hat, auch klar ist, dass es klar geregelte Zuständigkeiten und damit Verantwortlichkeiten gibt. Dieses Ministerium, das sagt auch der Name, ist verantwortlich für die Energiepolitik, für die Energiewirtschaft, für Versorgungssicherheit, Preisfragen, Netze und so weiter. Das andere Ministerium, das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz, ist zuständig, verantwortlich für die Klimaschutzpolitik, für erneuerbare Energien, für die Fernwärme, die Kraft-Wärme-Kopplung, für den Emissionshandel, die Umweltwirtschaft. Also klare Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten, die bei der Gestaltung der Energiewende zusammengeführt werden müssen mit anderen Häusern. Wohnen, Bauen, Stadtentwicklung, Verkehr ist eines, das wichtig ist. Wissenschaft ist wichtig, um dann unter der Federführung der Ministerpräsidentin der Staatskanzlei hier in Nordrhein-Westfalen ein Gegenbeispiel zu dem in Berlin produzierten Chaos in der Energiepolitik zu präsentieren. Wir werden hier im Rahmen unserer Verantwortung beweisen, dass in einer vernünftigen Zusammenarbeit der verschiedenen Zuständigkeiten die Energiewende so gestaltet wird, dass wir einen Schub für Modernisierung von Industrieproduktion, für Modernisierung der Energieerzeugung hinbekommen, mit der klaren Festlegung, erneuerbare Energien haben Vorrang. Wir achten darauf, dass die energieintensive Industrie in Nordrhein-Westfalen einen guten, wettbewerbsfähigen Standort behält. Wir achten darauf, dass die Menschen und die Betriebe unter dem Preisauftrieb hier nicht zu leiden haben. Alles das wird der Punkt sein, den wir gemeinsam nach vorne bringen. Und da will ich nur eine Bemerkung machen. Wir haben uns, das war ja auch ein Punkt in der Koalitionsverhandlung, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Wenn Sie mal in diesen Teil hineingucken, eine klare Vorstellung entwickelt, wie wir die nächsten 5 Jahre dieses wichtige Thema, das ist da längst noch nicht abgearbeitet, gemeinsam nach vorne bringen wollen. Rainer Priggen und ich haben dafür uns auch die Zeit genommen, das so detailliert wie unbedingt notwendig zu machen, damit wir Klarheit auf dem Weg nach vorne haben. Datteln musst du noch. Zu datteln ist das zu sagen, was wir immer wieder gesagt haben. Wir sind dabei, der RVR eine Regionalplanänderung vorzunehmen. Das wird dann landesseitig begleitet, wenn das soweit ist. Die Stadt Datteln hat einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan neu aufgelegt. Da wird es emissionsschutzrechtliche Prüfungen geben. Auch dann wird das Land davon betroffen sein und seine Rechtsaufsicht auch wahrnehmen im Sinne dessen, dass wir möglicherweise, das kann ich Ihnen nicht sagen, erleben werden, dass dieses Kraftwerk auch nach einer Gerichtsentscheidung, die kommen wird, in Betrieb gehen könnte. Bringen Sie, Sie wollten noch ergänzen? Ich würde gerne ergänzen, wenn Sie einverstanden sind. Im Gegensatz zu manchen Berichterstattungen, die an der Stelle angedeutet haben, dass da dem Kollegen Remmel relevante Teile seiner Kompetenz weggenommen werden sollen. Das ist alles nicht zutreffend. Was wir gemacht haben, und das ist absolut im Konsens und vernünftigerweise so, dass wir die Bereiche klar definiert haben und damit die Aufgabenstellung. Und das, was der Kollege Remmel vorher gemacht hat, macht er auch komplett weiter. Und der Herr Römer hat die Aufgabenteilung beschrieben und die ist aus unserer Sicht auch vernünftig. Und ich würde auch gerne sagen, für mich ist das der 4. rot-grüne Koalitionsvertrag. Und ich habe immer den Energieteil mitbearbeitet. Und wenn Sie sich die Zeit nehmen und ihn lesen, ich glaube, dass es der beste ist, den wir jemals gemacht haben, der die Aufgabenstellung, die für dieses Land ansteht, sehr klar beschreibt und sehr ehrlich beschreibt. Und wenn an der Stelle jetzt zukünftig die Ministerpräsidentin noch stärker auch mit der Expo Fortschrittsmotor Klimaschutz eine Führung da einnimmt und wir dann 2 Häuser haben mit klaren Kompetenzen und wir auch wissen, dass um Klimaschutz und Energiewende zu gestalten, diese Riesenaufgaben, wir auch noch den oder diejenige brauchen, die das Bauministerium führt, das Verkehrsministerium, das Wissenschaftsministerium, weil das sind ja alles Ressorts, die da mithelfen müssen in der Energieforschung und beim Bauen und Verkehr ist das ja auch klar. Dann ist das, das will ich sagen, beim 4. Mal macht es Spaß, eine so ehrliche und gute Beschreibung zu sehen und die Aufgabenstellung so klar zu sehen. Und die Baustellen, die da vor uns liegen, sind unglaublich groß. Und weil immer wieder nach Datteln gefragt wird, Sie werden, wenn Sie den Text lesen, sehen, dass wir beschreiben, was alles in Nordrhein-Westfalen gebaut wird, dass wir klar sagen, wir brauchen zum stetigen Ausbau der Erneuerbaren ergänzend die Kraft-Wärme-Kopplung. Wir haben uns da ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, mehr als 30%, 25% in Nordrhein-Westfalen.
Wir brauchen sie. Wir haben auch vereinbart 250 Millionen dafür im Bereich auch der Zuständigkeit, Kollege Remmel, wie vor schon, weil wir klar definierte Projekte haben in der Verknüpfung der alten Fernwärmeschienen mit Stadtwerken zusammen, um das voranzutreiben. Das ist ein hervorragendes Vorhaben, so insgesamt, was wir da machen wollen. Wir beschreiben auch die Kraftwerke, die im Bau sind, weil es wird oft der Gegensatz erweckt, als ob wir ohne Fossile auskommen können. Das wissen wir alle, die damit zu tun haben, wissen, dass das nicht geht. Wir haben eine Reihe Kraftwerke im Bau jetzt, die auch vor Gericht nicht strittig sind, die 40 Jahre laufen werden. Insofern wird es einen Mix geben zu dem Aufbau der Erneuerbaren. Das ist unsere Aufgabe. Und dann gibt es zwei Kraftwerksprojekte, die vor Gericht sind. Eines davon wird, während wir hier sitzen, gerade wieder vom Oberverwaltungsgericht verhandelt. Und wir sind alle gut beraten an der Stelle. Wir haben diese Kraftwerke nicht geplant. Wir sind auch für die Planungsfehler da nicht verantwortlich. Und wir sind gut beraten, das nicht irgendwie vorzuformulieren oder zu entscheiden, sondern genau die Prozesse, wie sie laufen, dann da, wo wir Verantwortung haben, zu begleiten und das dann anzugucken, wie das ausgeht. Ich glaube, dass es schwer ist, für jeden zu prognostizieren. Aber unsere Aufgaben liegen ganz entscheidend in den anderen Bereichen. Und genau darauf werden wir uns auch konzentrieren. Herr Loscher, noch Nachfrage dazu, oder? Okay, Herr Blasius, dazu auch nochmal. Was ist das denn für diesen Symbolthema? Wenn ich den Text richtig lese, werden Sie sich auf eine Rechtsprüfung beschränken. Also Sie sind weder dafür noch dagegen, sondern Sie werden es rechtlich prüfen, wenn es soweit ist. Steht ja da. Keine Glaubensfrage. Keine Glaubensfrage, nee. Gibt es zu dem Thema noch Fragen? Herr Nitschmann. Frau Ministerpräsidentin, wenn Sie sagen, Energiewende bleibt in NRW-Chefin Sache, wie ist das denn strukturell, organisatorisch in der Staatskanzlei angelegt? Wir werden das mit erforderlichen Ressourcen koordinieren aus der Staatskanzlei heraus. Das ist Chefinnensache, das war es auch vorher und das wird es auch bleiben. Genauso, ich danke Rainer Prigge nochmal für den Hinweis, auch die Klima-Expo bleibt in der Staatskanzlei. Herr Jansen. Frau Kraft, wird der Minister Vogtsberger für Wirtschaft zuständig sein oder für den anderen Teil? Über Personalien werden wir heute nicht reden, das ist auch nicht Bestandteil des Koalitionsvertrages. Wenn zu dem Thema Energie nichts mehr ist, dann ist Herr Hübel jetzt dran. Sie sagten eingangs, dass auch Verwaltungsstandorte so gegebenenfalls zusammengelegt werden sollen. Ist in der Verwaltung schon irgendwie erkennbar geworden, welche Bereiche? Sie hat den anderen Betrieb genannt, aber ein bisschen genau geht es nicht. Nein, das werden wir nicht tun, weil das muss ja genau geprüft werden. Ich sage mal, es gibt Justizstandorte, die relativ klein sind. Da muss man gucken, legt man sie zusammen. Es wird im Bereich Finanzen ja eine Entwicklung geben, dass immer mehr Leute online ihre Steuererklärung abgeben. Das wird natürlich sich auch demografisch wird es dort Veränderungen geben, die sich dort auswirken. Das werden wir uns alles miteinander anschauen. Aber ich werde Ihnen jetzt nicht sagen, welches Ding wir schließen. Soweit sind wir auch noch nicht. Sie noch? Ich würde gerne noch mal ergänzen zu der Frage, wo das mit den Kita-Gebühren steht. Ich habe das eben hochgehalten. Das ist Zeile 685, ist die gleiche Formulierung wie im letzten Chor. Herr Jüris, zu dem Thema nochmal. Ja? Frau Ministerpräsidentin, nochmal zu Ihnen nachgefragt. Ich kann verstehen, dass Sie die einzelnen Standorte nicht nennen. Gibt es denn eine Beschreibung im Bereich der Polizei zum Beispiel, in welchem Umfang man dort Einspargewinne realisieren kann, in welchem Umfang man Behörden zusammenlegen will? Es gibt keine Personalkürzung, die nicht aufgabenbezogen ist. Das haben wir uns vorher, haben wir das klar erklärt und dabei bleibt es auch. Nachfrage, diese von den Grünen geforderte Einsparung von 2000 Stellen im Polizeibereich ist vom Tisch. Ja. Herr Pünsken. Ja, welche Gebühren im Justizbereich? Ach Gott, Leute. Ich werde Ihnen keine Einzelblöcke nennen in Größenordnung. Das ist eine Milliarde, die wir uns für diese Legislaturperiode vornehmen. Die haben wir untermauert, aber ich werde Ihnen nicht Einzelzahlen vorlegen. Bitte ich um Verständnis. Das ist dann auch Haushalt am Ende des Tages. Frau Kollegin. Das ist eine Präventionsrendite, das heißt, wenn wir hier besser werden in dem Übergangsmanagement, wir haben ja dort das Projekt Kein Abschluss ohne Anschluss aus dem Ausbildungskonsens, dann wird die Warteschleifengruppe kleiner werden und dann werden wir dort, davon gehen wir aus, 500 Stellen über die Legislaturperiode einsparen können. Sind das Lehrer an Berufsschulen
Berufskollegs heißen die. Weil man vielleicht noch mal sagen sollte, wir haben im Ausbildungskonsens, das ist schon anderthalb Jahre alt, das ist insofern jetzt auch gar nichts Neues und das ist auch schon in einer kleinen Anfrage dokumentiert, genau diese Verabredung. Wir wollen ja ein Übergangssystem schaffen, was alle Jugendlichen ab der Klasse 8 erreicht, in allen Schulformen und eine Potenzialanalyse macht. Das heißt, erst investieren wir auch in die Schulen, nutzen also auch Lehrerstellen, die genau. sich zusätzlich um diese Jugendlichen kümmern und sie begleiten. Und bei den Jugendlichen, bei denen sich Schwierigkeiten abzeichnen, die brauchen dann intensivere Begleitung, die sollen mehr Praktika bekommen. Da muss also die Wirtschaft mithelfen, da muss die Bundesagentur für Arbeit mithelfen, die müssen auch ihren Beitrag leisten. Und dann gehen wir davon aus, dass die Jugendlichen mit einem guten Schulabschluss in eine Ausbildung gehen können und eben nicht sozusagen in einer sogenannten Warteschleife in der Schule sind, sondern direkt einsteigen können und dafür braucht man dann natürlich auch weniger Lehrerinnen und Lehrer und dann ist es auch folgerichtig, die Stellen auch abzubauen. Herr Frigel, Frau Grünewald. Ich möchte gerne noch mal zu den Haushaltseinsparungen nachfragen. Haben Sie vor, innerhalb der Legislatur insgesamt eine Milliarde einzusparen? Also nicht so, dass Sie jetzt schon Felder identifizieren, die eine Milliarde überflüssig machen, die man dann fünf Jahre hindurch weiter. Ich habe Ihnen die fünf Bereiche genannt, über die diese Milliarde zustande kommt. Die haben wir untermauert. Wir werden Ihnen nicht die Detailzahlen vorlegen, weil das in die Haushalte einfließen wird. Am Ende 2017 werden wir eine Milliarde strukturell eingespart haben. Herr Nitschmann dazu. Frau Ministerpräsidentin, gibt es Vorstellungen, wann Sie jetzt den Haushalt 2012 im Parlament einbringen werden? Und wird es da gegenüber dem alten Entwurf Änderungen geben, die jetzt dieser Koalitionsvertrag beinhaltet? Im Wesentlichen werden wir den Haushalt so einbringen, wie er schon mal eingebracht worden ist. Im Wesentlichen, weil wir wollen es schnell einbringen, damit wir dieses Jahr noch einen Haushalt bekommen. Wir müssen ja dann schon den 2013er auch einbringen. Das heißt, wir sind hier ein bisschen unter Zeitdruck und er wird im Wesentlichen so eingebracht, wie er schon mal eingebracht worden ist. Und schnell heißt? Noch vor der Sommerpause. Wir müssen ja, dadurch, dass es Organisationsänderungen gibt, dauert das nach der Sommerpause, wenn wir den einbringen. Ich kann Ihnen jetzt nicht ein Datum sagen. Ich bitte um Verständnis, habe ich auch jetzt hier nicht hier. Ja, nach der Sommerpause. Vor der Sommerpause nicht. Das schaffen wir nicht, das geht auch nicht, das kriegen Sie nicht hin. Frau Grünewald dazu. Ja, dazu. Sie hatten ja im bisherigen Entwurf die Milliarde für die West-LB noch nicht drin. Also wir haben ja gesagt, natürlich gibt es Änderungen, die unabweisbar sind. Unter anderem ist das dann die Milliarde, wenn die Einigung am Ende fix steht. Ich mache jetzt hier keine Haushaltspressekonferenz, das werden wir Ihnen detailliert bei der Haushaltspressekonferenz vorstellen, bitte ich um Verständnis. Herr Hügel? Hatte ich genannt, dass die Schuldenbremse in die Landesverfassung soll, mit dem Zusatz, dass dies nicht am Ende zulasten der Kommunen gehen darf. Gibt es weitere Fragen? Da hinten, Herr Lauscher. Herr Lauscher. Der Wohnungsbauvermögen ist ein revolvierender Fonds und wird von der Größenordnung nicht abgeschmolzen. Das heißt, es bleibt so. Ist ja das Gleiche. Zum Ersten, zum Zweiten, Herr Wibutter. Frau Kraft, wir haben ja auch einen Koalitionsvertrag zum Thema Arbeitsverhältnisse. Wendet sich ja total gegen Leiharbeit und auch sozusagen ja, das machen wir wie üblich über Bundesratsinitiativen, haben wir in diesem Feld übrigens auch schon mal getan. Ich hoffe nur, dass wir demnächst andere Mehrheitsverhältnisse haben. Wir reden ja über fünf Jahre. Genau. Und Schleswig-Holstein hat es ja heute einen guten Auftakt gegeben. Glückwunsch von hier. Genau. Im ersten Wahlgang. Im ersten Wahlgang. Das heißt was für Kiel. Gibt es weitere Fragen? Das schaffen wir auch, genau. Das ist nicht der Fall, dann bedanken wir uns sehr für Ihr Kommen und wünschen eine erfolgreiche Legislatur. Auch für Ihr Verständnis, dass nicht alle Exemplare schon da waren. Kommen Sie doch häufiger vorbei. Danke sehr. Dankeschön. Nein, das war prima.